Ein Hallihallo und ein Hallöchen und willkommen zu einem niegelnagelneuen kleinen Mini-Tutorial. Lange ist es her, dass es hier auf dem Kanal ein Tutorial gab, was unter anderem einfach daran liegt, dass ich keine Ideen hatte in Bezug auf irgendwelche Sachen, die wir vielleicht noch erklären könnten, was man besser machen könnte etc. Aber dank euch da draußen gibt es natürlich immer wieder ein paar Vorschläge. Unter anderem kam heute, also ja gut, okay, für heute, für euch, für mich ist es heute, für euch wird es wahrscheinlich eher morgen sein, vom DJ Xbase One kam eine Frage bezüglich Kombinatoren und Öl. Wie ihr seht, ich habe hier schon was Kleines aufgebaut und ich habe jetzt zwar kein Öl, aber im Endeffekt spielt es ja keine Rolle. Die Bedingung war auch, dass wir das Ganze in Vanilla machen. Nichtsdestotrotz, ich bin faul und habe meine Mods aktiviert gehabt. Deswegen oben links, man sieht es ja schon, oder die Leiste, vielleicht sieht man es da auch schon. Aber keine Sorge, ich habe hier nur Bauteile verwendet, die rein Vanilla sind. Zumindest ab der Pumpe hier vorne. Also, ab hier ist es nicht mehr Vanilla, aber ab hier ist es Vanilla. Und was genau war denn jetzt die konkrete Frage? Zum einen, er wollte wissen, wie das Ganze mit den Kombinatoren funktioniert, dass man zum Beispiel folgende Situation hat. Ihr habt einen oder mehrere Tanks, spielt da keine Rolle. In dem Fall diesen hier. Und diese Pumpe soll irgendwas versorgen. In unserem Fall versorgt es einfach nur diesen Lagertank hier. Zu Demonstrationszwecken reiße ich die mal eben ab, dass wir hier einen leeren haben. Na, danke. So. Aber in der Realität geht es natürlich, geht es ja um Öl und das geht dann in irgendeine Raffinerie rein, die das Ganze verarbeiten soll. Demnach ist das jetzt hier so gedacht, sobald hier eine gewisse Menge erreicht ist, erst dann, sprich wenn genug Reserve, sag ich mal, da ist, soll diese Pumpe angehen und diese Anlage hier mit Öl, beziehungsweise bei uns in dem Fall mit Wasser versorgen. Wir wollen aber nicht, dass dieser Tank leer geht, sondern wir wollen nur eine gewisse Menge rausholen. Das heißt, wir haben, wie der liebe Kain immer so schön sagt, einen Arbeitsradius von, in unserem Fall hier haben wir eingestellt, 25k bis runter zu 10k. Das heißt, wenn wir hier den Wert 25, also wenn das Fass voll, der Lagertank, wenn der voll ist, dann sollen wir rauspumpen. Und wenn er weniger oder gleich 10.000 hat, dann soll er wieder aufhören zu pumpen. Kann man zum Beispiel auch gut verwenden, wenn man mehrere Anlagen hat, die wie hieß das Zeug? Das ist jetzt hier schwer zu finden in diesem ganzen Mod-Gedöns. Das heißt ja nicht mehr so. Früher hieß es Petroleum. Ich weiß gerade nicht, wie es richtig heißt. Aber ich glaube, die gibt es hier auch gar nicht. Hier, pass auf. Das heißt Alkangas, genau. Ich erinnere mich noch an Zeiten, da hatte man verschiedene Anlagen, die Alkangas verwendet haben. Zum Beispiel hatten wir ja für Kunststoff mal Alkangas benötigt. Für derweil andere Sachen, das ist schon so lange her, dass ich Vanilla gezockt habe. Auf jeden Fall hatte man öfters das Problem, dass man zu wenig Alkangas hatte. Und dann hat sich das halt so schlecht aufgeteilt, dass im Endeffekt überall zu wenig rauskam. Und da könnte man natürlich dann sagen, okay, folgende Bedingung. Wenn der Tank... Also in dem Fall haben wir dann hier zum Beispiel, mal so als reine Hypothese, hier eine zweite Abnahme. Hier ist dann eine Anlage, die meinetwegen jetzt aus dem Alkangas Kunststoff macht. Und diese Anlage benutzt das Alkangas für was anderes, für was weniger Wichtigeres, sage ich mal. Also Kunststoff ist in dem Fall wichtiger. Sprich, die Pumpe pumpt vielleicht immer. Und jetzt ist es natürlich so, klar, die Pumpen fallen erst an, wenn hier 25.000 drin ist. Sprich, wenn hier quasi Kunststoff voll ist, dann zieht die nicht mehr oder zieht zu wenig und hier kommt einfach genügend nach. Dann erreicht die hier ihre 25.000. Er pumpt das Zeug rüber und sobald hier nur noch 10.000 drin sind, weil wir wollen ja Reserven haben, falls auf einmal ganz dringend Kunststoff benötigt werden, dass wenigstens ein bisschen von dem Grundrohstoff da ist. Das als kleines Anwendungsbeispiel. So, wie genau funktioniert das? Ich habe mich da ein bisschen inspirieren lassen. Ich habe erst überlegt, der ein oder andere kennt vielleicht noch unser altes Tutorial mit der RS-Flip-Flop-Geschichte. Das ist hier, was wir haben, nichts anderes mit dem Unterschied, es ist deutlich vereinfacht, denn es besteht nur noch aus diesen beiden. Ich weiß, kein hat noch eine Lösung, die geht, glaube ich, nur mit einem so einem Ding. Da ich aber gerade nicht weiß, wie die Lösung war und ich wollte jetzt auch nicht direkt schon wieder ihn anfragen, ich wollte auch mal selber auf eine Lösung kommen. Gut, im Endeffekt habe ich mir die Lösung dann woanders erklaut. Und zwar, glaube ich, sogar auf der offiziellen Factorio-Forum-Seite.
kann ich auch dann in die Beschreibung packen, beziehungsweise einen Moment. Mal kurz gucken, ob das so funktioniert. Das ist das falsche Fenster. Lasst mich kurz was einstellen. Dann haben wir nämlich hier. Jawohl. Und zack. Jawohl. Hier habe ich mich inspirieren lassen. Das ist der sogenannte RS Latches. Ich weiß nicht, ob Latches. Ich meine, ich habe es immer als RS Flipflop genannt. RS in dem Sinne, das R steht für das Dominantere. Sprich, wenn das Rücksetzen kommt, dann egal, ob Setzen gesetzt ist. Es wird rückgesetzt. Hier ist halt das RSR-Latch, sprich das Setzen ist dominant. Oh Gott. Von dem her, aber das spielt für uns jetzt in unserem Fall keine Rolle. Ich bin immer ein RS-Fan, kein SR-Fan, aber macht ja nichts. Auf jeden Fall, hier habe ich mich inspirieren lassen. Ich habe das gesehen, ich habe das gesehen, habe alles eingestellt und es passt. Das Ding könnt ihr vergessen, funktioniert nicht, habe ich getestet. Genauso wie das da unten hier funktioniert. Hier kommen noch ein paar Beispiele. Hier kommen auch noch andere schöne, interessante Dinge, die aber teilweise auch von keinen. Ich denke mal, auch deutlich besser erklärt werden wir anhand von Bildern. Aber hier oben ist die Adresse. Wenn ich es nicht vergesse, haue ich es in die Videobeschreibung. Ansonsten müsst ihr es ganz mühselig abtippen. Wäre natürlich nicht so schön. So, wir wechseln wieder zurück. Zack. Ah, ist das herrlich, dass es das so funktioniert. Wie funktioniert das Ganze? Also, ihr habt es ja auf der Homepage gerade schon ein bisschen gesehen. Das hier habe ich jetzt für Testzwecke aufgebaut. Sprich, ich habe hier einen ganz normalen konstanten Kombinator genommen. Dem ich einfach nur sage, wenn er an ist, gibt mir A1, sprich, ich bekomme mein Wasser hier rein und die Pumpe pumpt es erstmal nicht raus. Denn ich möchte den erstmal befüllen ein bisschen, bevor wir hier irgendwas aktivieren. Wir können es ja aber anhand von diesem Lämpchen sehen, beziehungsweise damit die Visualisierung hier noch ein bisschen schöner wird. Kann man das kopieren? Ah, schade, kann man nicht kopieren, okay. Also A, wenn A gleich 1 ist, sprich, wenn das Lämpchen leuchtet, soll das hier pumpen. Bei dieser Schaltung hier ist sehr interessant und das hat kein nicht. Deswegen, wer weiß, vielleicht gibt es noch eine Antwort von kein, wäre natürlich auch cool. In dem Fall flackert das Ganze nämlich, denn dadurch, dass wir das SR-Setzen haben, ist das Setzen immer dominant. Eigentlich sollte es, Klick, sollte man das dann eigentlich so sehen, dass das hier sich dann dauerhaft gesetzt hat. Aber irgendwie setzt sich das Ganze ständig hinher, hinher, hinher und deswegen entsteht dieses Geflackere. Aber ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Ich aktiviere jetzt einfach mal, bevor wir durch die Einstellung gehen, zu Demonstrationszwecken. Ihr seht, er pumpt hier rein. Ich glaube, das Ding ist sogar defekt, sehe ich gerade. Ich glaube, ich habe noch einen Schaltungsfehler drin. Weil es viel zu früh angegangen ist. Jetzt haben wir nämlich die 25. Ja, da haben wir einen Schaltungsfehler. Hey, cool. Ach, deswegen flackert das auch. Ist mir vorhin beim Testen gar nicht aufgefallen. Jetzt haben wir quasi unseren Arbeitsschritt erreicht. Jetzt sollten eigentlich die Ausgangssignale auf 1 sein. Ihr seht, wir haben auch kein Geflackere. Das heißt, wir haben hier einen Verdrahtungsfehler, beziehungsweise. Ich glaube, dass das Problem ist, weil wir hier das größer gleich eingestellt haben. Weil wir hier ein Dauersignal haben. Wir dürfen quasi kein Dauersignal haben. Wir können es auch mal ganz kurz testen, indem wir das Ganze simulieren. Ist auch kein Problem. Ja, das ist halt live. Passiert. Mein Gott. Also live im Sinne von, es ist halt direkt in der Aufnahme. So. Da an. Da an. Interessanterweise hat sich das Ding gerade sogar oben ausgeschaltet. Vielleicht habe ich sogar. Vielleicht habe ich das Ding auch falsch rum. Das testen wir jetzt mal. Wir müssen das hier mal eben leer pumpen. Dass wir hier gar keinen Pegel haben. Runterzus funktioniert es nämlich, wie ihr seht, mit 10.000. Passt. Zack. Halt. Ja, lass mal, es ist okay. Wir sehen, haben wir die 15.000 erreicht hinten. So, es ist rot. Jetzt sagen wir hier, zack. Ach, jetzt schalte ich das Ding mit. Scheiße. wieso? Hä, wieso schalte ich das Ding mit? Ach so, weil es einfach eingeschaltet ist. Ja, natürlich. Komisch.
So sollte natürlich ein RS nicht, ein SR, verdammt nochmal, ein SR nicht funktionieren, denn wenn ich das Signal wegnehme, geht's aus. Wenn ich Signal anmache, geht's an. Das ist komisch. Hier, das Ding bewirkt gar nichts. Jetzt haben wir Eingangssignal 2. Hier haben wir Eingangssignal 1. Wir kriegen von hier schon, also hier unten ist das Eingangssignal schon gesetzt. Ach, weil wir hier das, ja, das versaut mir wieder alles. Wir reißen die Dinger mal ab. So, jetzt haben wir nämlich diesen bescheuerten Urzustand. Okay, wieso müssen beide ein Ausgangssignal geben? Das macht ja gar keinen Sinn. Okay, wie es aussieht, müssen wir hier nochmal einen kleinen Cut machen, denn ich bin einfach zu doof. So, so schnell kann es gehen. Ah, ich hatte einen Schaltungsfehler, tatsächlich. Ich hatte hier eine bescheuerte 1, wie auch immer sich die 1 da reingeschmuggelt hat. Denn, okay, dann fangen wir anders an. Dann erkläre ich erst den Aufbau der Schaltung und dann zeige ich euch nochmal die Schaltung. Macht vielleicht mehr Sinn, dann hätte ich auch vorhin den Fehler vielleicht gleich gesehen. Also, letztendlich, was mir aufgefallen ist, das ganze Ding ist verkehrt rum, aber das spielt auch keine Rolle. Folgendes, wir haben jetzt hier zwei vergleichende Kombinatoren und wir haben zwei konstante Kombinatoren. Die konstanten Kombinatoren, wie ihr vorhin gesehen habt, die werden wir mit diesen beiden Prachtdingern austauschen. Das sind unsere beiden Werte, die wir von hier bekommen, also die Messwerte, die An-Ausschalt-Messwerte. So, letztendlich haben wir dann hier ein A gleich 0, das gibt an Ausgang eine 1. Sprich, wenn nichts da ist, momentan haben wir was da, das kommt wahrscheinlich von hier unten. Genau, weil wir haben nämlich hier einen Ausgang und hier einen Eingang. Das ist ziemlich verwirrend. Deswegen ist das Ganze nämlich falsch rum aufgebaut, totalerweise. Normalerweise ist das Ding nämlich jetzt an. Das ist je nachdem, von welchem Punkt aus ihr das Ganze betreiben wollt. So, wir machen das. Ach, das hätten wir auch einfach abreißen können. So. Das heißt, hier, dadurch, dass wir hier ein Eingangssignal haben, haben wir kein Ausgangssignal. Das heißt, wir haben hier eine 0. Dadurch, dass wir hier eine 0 haben, kriegen wir hier eine 1 am Ausgangssignal. Also ist der hier unsere treibende Kraft momentan. Der gibt uns das Ausgangssignal A. Daher, deswegen leuchtet das Ganze, deswegen ist die Pumpe an. So. Gebe ich jetzt an dem gleichen, der an ist, ein A-Signal rein. Sprich, wir haben jetzt zwei Eingangssignale, passiert da Folgendes. Statt der 0 haben wir hier eine 2, dementsprechend kriegen wir am Ausgang eine 0. Die 0 geht da hoch, das Ausgangssignal, beziehungsweise der Eingangssignal ist hier 0. Wir kriegen hier eine 0, also kriegen wir hier eine 1. Das Ausgangssignal ist 1, daher auch jetzt A2. Sprich, wir könnten jetzt theoretisch auch hier oben abnehmen, nehmen aber jetzt hier unten ab. So. Das heißt, wir müssen uns kurz überlegen, wie wir das anmachen. Wir können es auch wieder beliebig aus an. Das spielt keine Rolle. Das Ding hat einfach dafür gesorgt, dass es ausgeht. Wir schalten wieder an. Es ist an. Egal welchen Zustand, es ist an. Egal hier an, zack, geht aus. Egal welcher Zustand, es bleibt aus. Und jetzt können wir mal gucken, ob es wirklich ein setzdominantes Ding ist, indem wir sagen, okay, wir gehen hier auf an. Und gehen hier auf aus. Tja, so zum Thema setzdominant. Naja, gut. Für mich ist das jetzt, das ist jetzt RS. Das Rücksetz ist, also das Rücksetzen ist dominanter. Es sind beide an, also geht's aus. Was ich persönlich auch bevorzuge. So, wir machen mal beides wieder aus. Und versuchen das Ganze jetzt zu simulieren. Nicht zu simulieren, sondern wir benutzen es richtig. Quatsch, nicht an die Pumpe. Sondern an den Tank. Und hier an den Tank. Und daran. Wir haben das aus, wir haben das aus. Okay. Das heißt, wir kriegen hier natürlich unser Wasser. Wenn das größer ist als, wir hatten jetzt vorhin 25.000, dann müssen wir natürlich hier größer gleich, weil mehr passt in den Vanillatank nicht rein. Und hier waren es, ich mache mal 10.000. Wenn es kleiner gleich 10.000 ist. Denn das ist ja unser Rücksetzglied. Das da soll das da ausmachen. Jetzt haben wir natürlich noch den Zustand von vorher, deswegen ist das Ding an. Also resetten wir das Ganze mal eben.
Pumpe aus. So. Wir lassen, brauche ich das Signal noch? Gut, wir pumpen ja eh bis hierher. Ach komm, von dem her, wir brauchen es ja da nicht. Können es direkt ins Rohr pumpen. Das sorgt nur dafür, dass wir hier hinten ein bisschen mehr nachher kriegen. So, im Endeffekt können wir auch hier mal kurz zum Messen. Ach, immer dieses blöde. So. Also, wir lassen einfach mal Wasser rein. Der Tank füllt sich. Und füllt sich. Und sollte dann ab 25.000 anspringen. Oh. Warum schaltet er nicht? Oh, ja, das kann natürlich schnell passieren. Wir müssen hier natürlich noch Signale drauf geben. A1 und auch hier ein A1. Zack. Es geht an, es pumpt. So, wir haben natürlich... Oh, der pumpt schneller ab, wie krass. So, zack. Die 10.000 erreicht. Er hört auf. Mittlerweile sind wir da hinten bei 25. Gut, dass ich da einen größeren Tank hingesetzt habe. So, und so funktioniert das Prinzip. Ab 25.000 fängt er an zu pumpen. Zack. Und ab 10.000 hört er wieder auf zu pumpen. Somit haben wir immer einen Arbeitsbereich von, wir pumpen 15.000 immer durch. Quasi. Ihr könnt das natürlich variieren, ihr müsst ja nur an den Einstellungen rumspielen. Aber das war es eigentlich letztendlich für dieses kleine Tutorial. Und ihr seht, ich bin lange nicht so der Experte, was Schaltungen angeht, wie der Kain. Mir passieren da auch, denke ich, deutlich schnellere Fehler, wie dieses kleine Einschen hier, was das alles kaputt machen könnte. Hätte mir eigentlich früher auffallen sollen. Ich hätte schon stutzig werden sollen vor der Aufnahme, als es angefangen hat zu blinken, bevor ich es euch quasi gezeigt habe. Aber letztendlich, es funktioniert. Die Sachen werden immer voller. In diesem Sinne, wenn ihr Fragen habt, einfach ab damit ins Forum. Gibt da wieder einen extra Bereich für dieses Tutorial. Da könnt ihr die Fragen drunter posten. Ansonsten in den Kommentaren und den Blueprint von diesem Ding. Wie gebe ich es denn euch? Ich würde es euch wahrscheinlich, im Endeffekt reicht das ja so, ne? Beziehungsweise die Dinger hier braucht er ja nicht. Das heißt, die können weg. Bevor noch jemand sagt hier, hey, das geht auch ohne konstante Kombinatoren. Ja. Ich guck nur noch mal, ob das wirklich so ist. Aber die waren ja aus, beide. So, er pumpt immer noch. Gut. Also gut, dann packen wir das hier rein. Ich nenne das Ganze RS-Pumpensteuerung. Und genauso werdet ihr es ins Forum finden. nation42.de. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Viel Spaß noch bei den anderen Sachen. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.